Reimer, ich glaube, es ist dir nicht an der Wiege gesungen worden, dass du für die friesische Bewegung in Nordfriesland einmal eine nicht unbedeutende Rolle spielen würdest. Wo stand denn deine Wiege? Meine Wiege stand in Berlin, aber es ist eine nordfriesische Wiege aus Büttebüll, in die ich gelegt wurde. So Nordfriesland lag auch von Anfang an nicht so sehr fern von mir. Und wie kam das? Das kam dadurch, dass die Familie meiner Mutter eine nordfriesische Familie ist. Meine Großeltern sprachen Friesisch miteinander, wenn sie von den Kindern nicht verstanden werden sollten. Und meine Mutter grinste dazu und sagte, wir haben das alles verstanden. Aber Friesisch ist meine Großmuttersprache, nicht Muttersprache. Wo kamen die ich denn? Bin deutsch aufgewachsen. Wo kamen die denn her, mütterlicherseits? Die Aus Büttebüll. Büttebüll im Norden von Britzig. Also eine Viertelstunde von hier. So dein familiäres Umfeld, was war eigentlich dein Vater vom Beruf? Mein Vater, ein Schlesier aus Breslau, aus der Generation, die dann aus Breslau nach Berlin ging, wo jeder ordentliche Berliner aus Breslau stammte, wie man damals sagte. Er war Textilingenieur, Handwerker, er hat gewebt, gesponnen, gefärbt, Textilwissenschaftler. Er hat prähistorische Gewebe rekonstruiert, also Webtechniken bronzezeitlicher Gewebe oder auch Inka-Gewebe, peruanische Gewebe das rekonstruiert. Das klingt nach Museum. Oder für wen arbeitet man dann, wenn man sowas macht? Ja, das klingt nach Museum und das ist auch richtig. Das Handwerkliche hat er aus eigenem Vergnügen gemacht, aber es hing auch mit Museumsarbeit insofern zusammen, als Museen von seinen Kenntnissen Gebrauch machten. Sowohl das Völkerkundemuseum in Berlin mit diesen peruanischen Sachen, das Textilmuseum in Neumünster wegen der bronzezeitlichen Gewebe hier aus Schleswig-Holstein und in Berlin das Volkskundemuseum, das damals Adolf Reichwein leitete, der bei uns im Hause aus- und einging, solange er noch lebte. Er wurde dann ja am 20. Juli ermordet nach dem 20. Juli 1944 von den Nazis. Da gab es eine enge Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang ist dieser Wandbehang, der da an der Wand hinter mir hängt, entstanden. Eine Schleswigsche Beiderwand, gewebt von meiner Mutter in einer internationalen Handwerksausstellung in Berlin im Auftrage von Adolf Reichwein. Hat denn so viel dazu. Hat denn der Beruf deines Vaters, also damit zu tun zu haben mit auch altertümlichen Dingen, mit Kunst, mit Kultur im weitesten Sinne, hat das dann auch deinen Weg geprägt oder weniger? Mein Weg vielleicht nicht, aber es war ganz entscheidend für die Atmosphäre, in der ich aufgewachsen bin. Es war also nicht nur ein Elternhaus, das für mich immer ganz eindeutig ein friesisch geprägtes, nordfriesisch geprägtes Elternhaus war. Ich bin in dem Bewusstsein groß geworden. Und mit dem Wunsch, solange ich denken kann, eines Tages komme ich nach Nordfriesland, wie immer. Dass es dann 40 Jahre gedauert hat, ist eine andere Sache. Aber dieses Elternhaus war auch ein sehr weltoffenes. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin immer bewahrt geblieben vor einer allzu engen Sicht irgendwelcher Dinge. Ganz besonders auch volklicher oder nationaler Dinge oder so. Da bin ich absolut weltoffen und liberal aufgewachsen. Und diese Haltung, denke ich, habe ich mir bis heute bewahren können. Kannst du einmal kurz deinen schulischen, beruflichen, vielleicht auch den politischen und familiären Werdegang, ich will mal sagen, telegrammmäßig beschreiben, so mit angefangen, geboren am, Ja, geboren am 12. Juli 1925
in Berlin, aufgewachsen in Berlin und Potsdam, weil Mitte der 30er Jahre meine Eltern aufs Land zogen, in eine Landhauskolonie in der Nähe von Potsdam, wo man in den damaligen politischen Zeiten etwas ungestörter leben konnte, wo auch eine sehr interessante Gesellschaft, Personen und so weiter zusammenkam. Aus der Zeit stammt die Bekanntschaft mit Adolf Reichwein zum Beispiel. In Potsdam hatte ich das Glück, also ich habe die Grundschule besucht und dann Kannst du noch mal sagen, so Potsdam von wann bis wann war das? Potsdam von 1936 bis ich Soldat wurde, 1943. Damit hast du schon das nächste Datum genannt, 43. Ja, ich würde gerne noch etwas zu meiner Schule in Potsdam sagen. Ich hatte zum Teil sehr gute Lehrer. Das Klima an der Schule war in dieser Zeit bemerkenswert potsdamisch konservativ im Sinne auch eines Gegengewichtes gegen die offizielle nationalsozialistische Ideologie. Wir hatten einen Lehrer, der als Kommunist 1933 aus der Schule geschmissen wurde von den Schulbehörden. Ein Vierteljahr später, aufgrund des Protestes der Lehrer, der Schüler und der Eltern, wieder eingestellt wurde. Er ist mein Lehrer viele Jahre, fast die ganze Schulzeit am Gymnasium in Deutsch und Geschichte gewesen. Ich brauche nicht weiter zu erklären, was das für mich bedeutet. Wie hieß der Lehrer? Der hieß Werner Meyer und er wurde, als die Russen einzogen, Schulrat in Potsdam. Er hat in Potsdam die Pädagogische Hochschule gegründet nach dem Krieg und ist noch 10 Jahre dann wirklich eines erfüllten Lebens Direktor dieser Pädagogischen Hochschule in Potsdam gewesen, was mich sehr gefreut hat für ihn. So viel Schule. 1943 Soldat. Ausbildung in Deutschland, in Dänemark, dann an die Front nach Italien. Nach glücklicherweise sehr kurzer Zeit mäßig verwundet in amerikanische Gefangenschaft und über Afrika nach Amerika, wo ich eine für mich sehr fruchtbare Zeit in amerikanischer Gefangenschaft verbracht habe. Das ging so weit, dass ich in Amerika bleiben wollte, was daran erstens scheiterte, dass ich meine Verwandten in Iowa und Kalifornien nicht auftreiben konnte. Und zweitens daran, dass ich beim Holzfällen in den Rocky Mountains einen Arbeitsunfall hatte, ins Hospital kam und dann in die Kategorie derjenigen fiel, die repatriiert werden mussten. So kam ich dann 1946 wieder nach Deutschland. Und zwar nach Berlin. Ich ging erst zu meinen Eltern nach Potsdam, aber das Haus war von den Russen beschlagnahmt und meine Eltern gingen dann auch bald nach Berlin und ich fing 1946 in Berlin schon mit meinem Studium an. Welcher Fächer? Ja, ich wollte nicht Architekt werden, sondern Landes- und Stadtplaner. Also irgendwie der größere Zusammenhang war mir wichtiger im Grunde genommen, also das Gesellschaftliche oder das Politische. Häuser bauen konnten andere bestimmt viel besser, als ich es jemals gelernt hätte. Mich interessierte also die Gesellschaft und wie die zu gestalten wäre und wie auch der Raum, in dem diese Gesellschaft dann leben würde, zu gestalten wäre. Das war die Idee, mit der ich aus Amerika zurückkam. So habe ich also bis 1951 studiert an der Technischen Universität in Berlin und an der Freien Universität in Berlin. Bin sehr bald von den technischen Fächern weggegangen, habe mich auf Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, also Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Geografie und Geschichte und Kunstgeschichte gelegt und habe mein Studium
dann aufgehört, weil ich längst am Geld verdienen war, denn ich war 1949 in die Redaktion des Monat eingetreten, damals von Merwin Laski herausgegeben und er war der Chefredakteur. Da habe ich dann 5 Jahre bis 1954 als Redakteur gearbeitet, habe also praktisch erstmal meine journalistische Ausbildung beim Monat bekommen, habe nebenbei in einem kleinen Verlag als Lektor mitgearbeitet, der mit dem Monat zusammenhing. Dann wollte ich etwas anderes lernen und ging zur Zeitung, und zwar zur Neuen Zeitung in Berlin, ohne zu ahnen, was damals keiner wusste, dass 5 Monate später diese Zeitung eingestellt wurde. Die Amerikaner haben dicht gemacht. Hatte das politische Gründe? Sie zogen sich allmählich aus diesem Geschäft zurück. Auch der Monat wurde dann privatisiert und die Zeitung wurde einfach eingestellt, was Ach, sehr das waren bedauerlich war. vorher beides rein amerikanische Ja, Unternehmungen. ja, ja. Und was passierte dann nach der neuen Zeitung, nach deiner Zeit dort? Dann bekam ich eine sehr schöne Arbeit. Das hatte nun wieder etwas mehr mit der Stadtplanung zu tun. Denn inzwischen war der Plan einer internationalen Bauausstellung in Berlin aufgetaucht und es fing gerade an. Und ich ging als Mitarbeiter des Ausstellungsbeauftragten in dessen Büro in der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen. Und da bin ich geblieben, bis die Bauausstellung fertig war. Das waren so welche Jahre, welche Das Zeit? waren die Jahre 55 bis Anfang 58. Was passierte dann? Was passierte dann? Dann habe ich versucht, mich als freier Journalist durchzuschlagen, was nicht ging. Dann hatte ich die Gelegenheit, nach Kiel zu gehen. Das war noch nicht Nordfriesland, aber es war immerhin schon Schleswig-Holstein. Durch eine freundschaftliche Beziehung kriegte ich Verbindung zur SPD-Landtagsfraktion in Kiel und trat da ein. Und das war mal wieder ein Anfang. Ich hatte es immer mit Anfängen zu tun. Der Monat hatte gerade angefangen, die internationale Bauausstellung fing gerade an. Ich war also immer am Aufbau irgendeiner neuen Sache beteiligt, was mir sehr gut gefallen hat. Und die SPD-Landtagsfraktion in Kiel hatte den Plan, so etwas zu installieren, was man später, was dann alle Fraktionen hatten, einen wissenschaftlichen Assistenten. Das gab es noch nicht und sie machten mit mir den Versuch. Und ich denke, das ging soweit ganz gut. Was nicht gut ging, war, dass ich für meine Familie, die inzwischen auf Frau und 4 Kinder angewachsen war, eine Wohnung in Kiel bekam. Und dieser Zustand der getrennten Familie war auf die Dauer unhaltbar. Die Dafür waren also reichten auch die noch, Finanzen nicht aus. die waren also noch in Berlin und du warst in Die Kiel? Familie war in Berlin geblieben und ich war in Kiel und wohnte in einem möblierten Zimmer. Und es war zu der Zeit, das war 1959, war es mit meinen finanziellen Möglichkeiten jedenfalls nicht möglich, eine Wohnung zu finden. Und so ging ich wieder, was man eigentlich nicht tun sollte, an die Stelle zurück, wo ich schon mal war, nämlich zum Monat. Die brauchten wieder einen Redakteur. Und dann bin ich nochmal 5 Jahre bis 1964 beim Monat gewesen. Diesmal unter Fritz René Allermann, mit dem ich genauso gut zusammengearbeitet habe wie mit Merwin Laski. Was passierte nach 1964? Nach 1964 rückte Nordfriesland nun ganz gewaltig ins Blickfeld. Ich hatte Verbindung so seit Anfang der 60er Jahre mit den Husumer Nachrichten. Ich habe in den Husumer Nachrichten auch verschiedene Dinge, Hintergrundartikel, Kommentare und so etwas damals veröffentlicht.
Und hatte dann die Möglichkeit, in die Redaktion der Husumer Nachrichten einzutreten. Helmut Sethe, damals Chefredakteur, hatte die Vorstellung, die Husumer Nachrichten müssten eine Zeitung werden, die für ganz Nordfriesland Bedeutung haben könnte. Und er stellte sich vor, dass ich ein Redakteur sein könnte, der ihm dabei behilflich sein könnte. Hast du die Stelle dann angetreten? Die Stelle habe ich angetreten. Sie sah dann allerdings in der Praxis ganz anders aus. Dieser Plan von Sethe ließ sich damals nicht verwirklichen. Ich nehme an, die geschäftlichen Interessen der Husumer Nachrichten lagen woanders. Auch wurde diese Arbeit nicht besonders von den anderen Kollegen geschätzt. Die Stimmung deutsch-dänisch war noch sehr gespannt. Ich kam nach Husum Weihnachten 1964 und traf einen alten Bekannten auf der Straße, Herrn Dr. Wohlenberg, damals Direktor des Nissenhauses. Ach, sagt er, nun sind Sie ja hier, wollen Sie an unserem Käseblättchen arbeiten? Na ja, ich wies das Käseblättchen zurück. Und es gab damals ja zwei Zeitungen in Husum. Die Husumer Tageszeitung, das war die große, die von Flensburg kam, und das kleine, traditionelle Husumer, die Husumer Nachrichten. Und ich sagte, also damit Käseblättchen ist nicht, das ist ja doch eine ordentliche Zeitung, die soll noch besser werden. Na, das Ende vom Lied war jedenfalls, dass wir uns verabschiedeten und er sagte, und bleiben Sie deutsch. Das hatte er mir nicht sagen müssen, denn so deutsch war ich im Grunde genommen nie. Aber das merkten die Kollegen in der Redaktion auch. Und was ich jetzt sage, kannst du rausschneiden, das kannst du auch drin lassen, aber ich erzähle es jetzt. Ich habe bei den Husumer Nachrichten nach einem Dreivierteljahr gekündigt, weil Helmut Sethe mich eines Tages beiseite nahm und sagte, also diese Kontakte da mit dem Tams Jörgensen und so weiter, das geht nicht. Ich, Helmut Sethe, kann mich auch nicht in eine Kneipe setzen und mich besaufen. Das war sein Vergleich und das reichte mir. Und dann habe ich gekündigt. Und so kam ich dann zum Institut, in dessen Vorstand ich schon seit 1964 als Rechnungsführer war. Und dann bist du beim Nordfries-Institut von 1965 bis zu deiner Pensionierung im Jahre. Am Ende des Jahres 1986 Geblieben. geblieben, ja. In welcher Funktion? Immer als Institutslektor, das heißt als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts, wobei naturgemäß mein Fachgebiet nicht die Sprachen waren, dafür war Tams Jørgensen da, davon verstand ich auch nichts, obwohl ich mit großen Augen und offenen Ohren viel gelernt habe, auch in der Beziehung in all diesen Jahren. Mein Gebiet war also die Landeskunde, die allgemeine Landeskunde, auch die historische Landeskunde, denn unser Historiker Hans-Christian Nicholson war ja leider nur sehr kurze Zeit im Institut und ist dann aufgrund seiner Krankheit als Alkoholiker, musste er wieder ausscheiden. Wir konnten ihn nicht halten. Welche Rolle spieltest du für die Gründung des Nordfries-Instituts in Bredstedt? Für die Gründung des Nordfries-Instituts spielte ich insofern eine sekundäre Rolle, als die ersten beiden Tams Jørgensen und Hans-Christian Nicholson waren, die eine alte Idee wieder aufgriffen, die schon Albrecht Johansen, der Jüngere, geäußert hatte, wir brauchen einmal ein nordfriesisches Institut, ein wirkliches Institut. Und dann gab es ja den Verein Nordfriesisches Institut, der einmal im Jahr ein gutes Jahrbuch herausgab, bezahlt aus den privaten Mitteln seiner Nochmal Mitglieder. konkret jetzt aber zu deinem Anteil. Ja, gut. Weil das andere, das kann ich auch Ja, nachlesen. Ich okay. muss ein bisschen auf die Zeit Ja, gucken. ja. Auf dem Friesenkongress 64 in Aurich machte mich Johannes Jensen mit Tams Jørgensen und Hans-Christian Nicholson bekannt.
Die hatten davon gehört, dass ich in den Husumer Nachrichten, oder hatten auch gelesen, geschrieben hatte und gemeint hatte, wir brauchen auch so ein Institut für Nordfriesland, wie es das in Westfriesland gibt. Das war allerdings mehr ein technisch-ökonomisches Institut, weniger ein kulturelles, aber es gab ja auch die Frieske Akademie. Und so kamen wir von zwei Seiten zusammen mit dem Plan, ein wirkliches Institut für Nordfriesland, ein kulturelles, sprachlich landeskundliches Institut für Nordfriesland zu gründen. Aber kann man sagen, dass jetzt die eigentlich treibende Kraft und Idee bei Tams und Nickel lagen? Sie oder waren, lag die in der Luft, auch Sie bei dir? Sie waren die Ersten und ich kam dazu, kam dann in den Vorstand des Institutsvereins, der 64 umgebildet wurde, vergrößert wurde. Und von dann an bin ich also aktiv gewesen und hatte als Rechnungsführer zunächst ja mal für Geld zu sorgen und das Geld ordentlich zu verwalten. Dann haben wir 1965 das Institut in Brezit praktisch auch eingerichtet und im August 1965 sind wir da eingezogen. Und da war also dann auch noch viel handwerkliche Arbeit zu leisten, Möbel vom Möbellager waren zu kaufen und so weiter und so fort, damit man einen Stuhl hatte, wo man sich draufsetzen konnte und einen Tisch, an dem man arbeiten konnte und Schreibmaschinen, mit denen man schreiben konnte. Was veranlasste dich eigentlich aus der Weltstadt Berlin in nun die nahezu entlegenste Provinz zu gehen? War auch der Monat nicht mehr interessant genug? Nein, ich habe ja immer nach Nordfriesland gewollt und habe dem Großstadtleben, besonders auch dem geistigen oder intellektuellen Großstadtleben gegenüber immer einige Distanz bewahrt. So sehr es mich interessiert hat und so intensiv ich es auch kennengelernt habe, aber es war eigentlich nicht meine Welt. Und meine Welt war immer hier, dieses Land hier oben an der See. Das heißt, ein Land, das du ja wahrscheinlich nur durch Besuche nicht sehr intensiv kanntest, so eine Art Land der Sehnsucht, Land der Väter? Beides. Land der Väter, Land der Sehnsucht, aber auch intensive Kenntnis. Ich bin seit meinem ersten Lebensjahr, so lange es irgend ging, nicht von Amerika aus natürlich, aber ansonsten praktisch jedes Jahr in Nordfriesland gewesen, kürzere und längere Zeit und auch mehrfach im Jahr. So, ich wusste, wo ich hin wollte, abgesehen davon, dass meine, wissenschaftliche und journalistische Arbeit natürlich sehr stark mit Nordfriesland verbunden war und ich mich auch thematisch längst eingearbeitet hatte in das, was wir dann im Institut machen würden. Hat man eigentlich, du hast das Beispiel von den Husumer Nachrichten eben gebracht, aber auch ansonsten in deiner Arbeit später beim Institut, hat man hier eigentlich dann den Journalisten, der vom Monat kam, dem Journalisten, der eben aus der großen Stadt Berlin kam, zumal auch noch Sozialdemokrat in einem Nordfriesland, das damals ja noch sehr weit konservativer geprägt war als heute, hat man das, diese Arbeit da allgemein zu schätzen gewusst oder war das ein sehr steiniger Acker? Ich denke, das war immer wieder zu merken, dass man die Arbeit durchaus zu schätzen gewusst hatte. So wie man die Arbeit von Tams Jørgensen auch geschätzt hat. Nur Jakob Tholund sagte das mal sehr deutlich. Wir wollen dieses Institut ja, aber nicht mit diesen Leuten. Und das ging sowohl auf Tams, der dann gelegentlich dafür herhalten musste, das Institut als dänisches Institut zu denunzieren. Und das ging ebenso, zielte ebenso auf mich. Dann war es also im Bedarfsfall ein rotes Institut, weil ich Sozialdemokrat war. Dass also, außerdem von Berlin gekommen war, war natürlich auch nicht gerade förderlich. Also wart ihr teilweise so ein rotes Tuch für die alteingesessene Heimatfront? Ja, teils rot mit einem weißen Kreuz drin, ja. Du hast mal so ein Beispiel erzählt, dass du abgeschoben werden solltest als Raumplaner nach Oldesloe. Ja, man machte mir alle möglichen Avancen, um zu verhindern, hier in Nordfriesland Fuß zu fassen. Unter anderem sollte mir durch freundliche Hilfe der CDU-Politiker eine Stelle als Landeskreis
Planer im Kreis Stormarn vermittelt werden. Also das wäre so richtig weggelobt gewesen? Richtig weggelobt, ja. Ja. Das heißt, es müsste dann ja so um 65 herum gewesen sein. Das ist es gewesen, ja, 64 schon, ja. Also die hatten richtig Angst vor einem, der auch im Landtag mal bei der SPD mit drin gesessen hatte. Ja. Das war offenbar ein Kaliber, das man fürchten musste. Ja, möglich. Wenn du deine Arbeit am Nordfries-Institut betrachtest, jetzt rückblickend, was ist dir da in deiner Meinung nach besonders gut gelungen? Worauf bist du vielleicht stolz? Und auch andersrum, was hättest du im Rückblick lieber anders gemacht? Die erste Frage kann ich leichter beantworten als die zweite Frage. Ich denke, wir haben im Laufe von rund 20 Jahren, etwas mehr als 20 Jahren, ein Institut aufgebaut mit immer sehr bescheidenen Mitteln, viel persönlichem Einsatz, nicht nur von uns selber, sondern viele, viele Mitglieder, praktisch der ganze Verein oder viele Vereinsmitglieder haben dazu beigetragen, dass dieses Institut aufgebaut werden konnte. Die erste Arbeit war natürlich erstmal das Arbeitsmaterial ranzuschaffen, eine Bibliothek aufzubauen. Da kam uns die Bibliothek des Nordfriesischen Vereins natürlich sehr gut zustatten. Der Nordfriesische Verein hatte eine eigene Bibliothek, die in Flensburg untergebracht war und die er nun in das Institut als zunächst mal als Dauerleihgabe gab. Dann ging die Arbeit weiter und das nächste war, denke ich, abgesehen von den Veröffentlichungen Jahrbuch und Zeitschrift Nordfriesland, wodurch wir nun Öffentlichkeitsarbeit auch leisten konnten. Das nächste war dann, dass ich eines Tages sagte, wir müssen ein Verlag werden. Wir müssen einen eigenen Verlag haben, damit wir nicht auf andere Verlage angewiesen sind, unsere eigene Verlagspolitik machen können. Und, also das ging dann von dir aus, das auch diese Initiative? Meine Idee, das war ja auch im Grunde genommen mein Metier, auch das, was ich gelernt hatte im Laufe der Jahre. Und wurde dann auch, weil niemand was anderes oder Besseres wusste, so akzeptiert und hat sich, denke ich, als richtige Entscheidung erwiesen. Das Institut ist heute ein Verlag mit einer ganzen Reihe von periodischen Veröffentlichungen, einer Anzahl von, ich meine, inzwischen 160 oder so Einzelveröffentlichungen, verschiedene Reihen. Es ist eine gesunde, solide Sache. Und das möchte ich von dem Institut als Ganzem sagen, so wie wir es seinerzeit 1986, also vor 15 Jahren, an unsere Nachfolger übergeben haben. Wir haben einen guten Fundus übergeben. Du sprichst von wir, da klingt noch der alte Institutsgeist durch. Ich bin natürlich jetzt auch daran interessiert, jetzt den Anteil von Reimer K. Hollander jetzt daran zu sehen. Könnte man sagen, dass es dann insbesondere die Gründung der Zeitschrift Nordfriesland war und dann auch das Verlagswesen? Die Zeitschrift Nordfriesland ist auf meinem Grund gewachsen, das ist richtig. Es gibt Leute, die wohlwollend, ich meine, es war auch Jakob Tholund, der das feststellte, Nordfriesland sei gelb. Nicht nur, dass es gelb ist, sondern der auch feststellte, es ist im Grunde genommen, oder man merkt den alten Monatredakteur. Das heißt also, Das war als Lob gemeint und auch als solches verstanden? Es war als Lob gemeint, war auch als solches verstanden und auch gerne akzeptiert, denn ich bin mir immer dessen bewusst gewesen, dass ich erstens eine gute journalistische und auch verlagstechnische Ausbildung habe und ich habe immer versucht, das auch im Institut und gerade auch bei der Zeitschrift Nordfriesland dann durch sich auswirken zu lassen. Und ich habe immer versucht, die Weltoffenheit, die ich von Kindheit an in mich
aufgenommen habe, auch in der Institutsarbeit und gerade auch in der Zeitschrift Nordfriesland zum Ausdruck kommen zu lassen, die Welt hineinzunehmen nach Nordfriesland. Und da gibt es unendliche Möglichkeiten. Und ich denke, wer die Zeitschrift jetzt durchblättert, die Jahrgänge, die ich damals gemacht habe, wird das merken. Dann können wir noch mal zu der zweiten Frage kommen. Was hättest du im Rückblick lieber anders gemacht? Was hätte ich anders gemacht? Das weiß ich nicht. In der sachlichen Arbeit könnte ich gar nicht sagen, was ich anders gemacht hätte. In der politischen Einstellung hätten wir vielleicht manchmal etwas, auch ich, etwas geschmeidiger sein können. Aber im Grunde genommen sind wir immer hart in der Sache geblieben und das halte ich nach wie vor für gut. Das Institut gäbe es heute nicht mehr, wenn wir nicht in der Sache hart geblieben wären. In den schwierigen Jahren von 68 angefangen, erste Krise, zweite Krise Mitte der 70er Jahre und dann auch nochmal Anfang der 80er Jahre in schwächerer Form, dass wir da prinzipientreu geblieben sind und nicht nach Opportunität geguckt haben, halte ich nach wie vor für richtig. Dann möchte ich aber vielleicht noch mal so eine kleine, mit einer kleinen kritischen Bemerkung vielleicht dich noch etwas kitzeln. Du sagst jetzt, wenn man die alten Jahrgänge von Nordfriesland durchblättert, aber gerade da sehe ich zum Beispiel, das sind ja oft sehr tiefschürfende Dinge, die nun sicherlich, also auch vom journalistischen Standpunkt, wirklich jeder Kritik standhalten. Aber es sind teilweise eben Bleiwüsten, es sind ganz schön lange Dinge. Und die Frage ist, hast du damit dann wirklich die Leute, die es bezogen, die Leute, die es lesen sollten oder wollten, auch wirklich erreicht? Oder war das nicht eigentlich die Quadratur des Kreises? Es war keine Quadratur des Kreises, aber ich bin sicher, dass ich bei weitem nicht so viele Menschen damit erreicht habe, wie ich mir gewünscht hätte. Das ist mir klar. Wenn du die Zeitschrift Nordfriesland heute anguckst, was sagst du dann dazu? Dann sage ich dazu, dass es nicht die Zeitschrift ist, die ich mir seinerzeit vorgestellt habe, dass sie aber in ihrem Magazincharakter, das meine ich durchaus positiv, nicht abwertend, sehr viel mehr Menschen erreicht. Das heißt also, das, was eine Zeitschrift natürlich soll, Wirkung erzielt. Und das tut sie zweifellos sehr viel mehr. Ob die Bleiwüste immer eine Bleiwüste ist. Wüsten können sehr interessante Dinge bergen und vielleicht stößt irgendjemand auch in späteren Jahren immer noch mal wieder in dieser Bleiwüste Nordfriesland, Marke Hollander, auf Dinge, die dann doch von Wert sind. Das Nordfries-Institut, du deutetest es eben ja schon mal an, hat gerade auch in den Anfangsjahren wiederholt um seine Existenz kämpfen müssen. War das jetzt ungeschickte Diplomatie der Lektoren oder nationalpolitisches Machtspiel von Minderheitenfeinden? Es war nationalpolitisches oder überhaupt allgemeinpolitisches, auch parteipolitisches Machtspiel. Also Minderheit war ja damals auch in Deutschland, glaube ich, eher ein Schimpfwort, nicht? Das war eher ein Schimpfwort und die Mehrheit im Lande war, und das war völlig unabhängig von der parteilichen Orientierung, nicht sehr positiv Minderheitenfragen gegenüber eingestellt. Und da wir ausdrücklich die Friesen als Eigengruppe verstanden haben, was sie ja auch sind. Nicht als deutsche Volksgruppe oder die Friesen gar als deutschen Stamm, stießen wir natürlich auf Widerstand. Das änderte sich in der großen politischen Situation im Grunde genommen mit Uwe Barschel. Uwe Barschel hat aus welchen Gründen immer als erster die Minderheiten als brauchbaren Faktor, so will ich es mal sagen, entdeckt. Also nicht unbedingt als Liebe, sondern mehr eine Front aufgegeben, die keinen Sinn mehr hatte. So kann man das vielleicht auch sagen. Und die Sozialdemokraten folgten sehr bald.
was für das die, Institut das ja, betrifft. für die das ja lange Zeit gar kein Thema war, sowas. Nee, war es nicht. Also die einen bekämpften es und die anderen ignorierten es. Ja, so kann man das sagen. Und auf einmal war da etwas entdeckt, was politisch interessant war. Und auch die SPD entdeckte das natürlich. Und für die SPD, sitze ich noch richtig? Ja, du hast dich ein bisschen bewegt, deshalb muss ich mal nachgucken. Ja. Muss ich mal nachgucken gehen, ob du noch im Bilde bist. Ne? Nicht, dass du mir da aus dem Bildausschnitt entfleuchst. Nein, bist du aber. Das ist gut. Moment. Ja. Ein bisschen schöner. So, ja. Es war schon lange Zeit so, dass wir in der SPD mehr Freunde hatten als in der CDU. Und eines Tages entdeckte, auch das ist ja die Zeit von Björn Engholm dann gewesen, Kurt Hamer wurde erster Minderheitenbeauftragter. Sie entdeckten dann auch die Minderheiten und hatten dann allerdings auch eine sehr positive Einstellung dazu. Und was ich jetzt sage, hat weniger mit dem Institut zu tun als mit meiner politischen Arbeit. Durch die Verbindung mit Björn Engholm und Kurt Hamer konnten wir als Institut und auch ich als Person dann für die Minderheitenpolitik der SPD einiges tun. Die Kreistagsfraktion. Das sind jetzt schon so die Schritte weiter. Ich fragte ja an, so eigentlich erstmal nach den Anfangsjahren und diesen schweren Auseinandersetzungen, die es da gab. Das eine oder andere habe ich da gelesen, da gab es auch diesen berühmten Satz, der Wisch der Lektoren muss vom Tisch und so weiter. Da wollte ich einfach nochmal wissen, du hast es auch angedeutet, im Rückblick vielleicht etwas geschmeidiger gewesen zu sein. Wart ihr einfach Hitzköpfe, die drauf losmarschierten? Nein, ich glaube, das waren wir nicht. Wir haben uns im Grunde genommen sehr wohl überlegt, was wir wollten, wussten wir, aber was wir tun müssten, um damit voranzukommen. Hitzköpfe in dem Sinn waren wir, denke ich, nicht. Aber wir wollten natürlich etwas und wollten auch Erfolg haben damit. Aber ihr habt auch innerhalb des Institutsvereins, habt ihr ja starke Widerstände gehabt. Ich glaube, es wurde mir auch mal erzählt von Janni, dass nachher die Vorstandstreffen oder welche Sitzung auch immer, dass jedenfalls immer ein Tonband mitlief zum Protokoll. Ja, wir haben mit dem Vorstand des Institutsvereins etwa bis Mitte der 70er Jahre auch unsere Schwierigkeiten gehabt. Und die erste Schwierigkeit lag darin, dass der erste Institutsvorstand nach 1964 noch weitgehend aus den alten Leuten bestand, die sich an die neue Form des Instituts nicht gewöhnen konnten. Das muss man auch verstehen. Was hätten die gerne gewollt, was ihr nicht wolltet? Na, weiter so schön privat, gemütlich und das Jahrbuch einmal im Jahr, das zahlen wir aus unserer Tasche, das können wir uns leisten. Man kann auch keine öffentlichen Zuschüsse verlangen, das gehört sich nicht. Wo waren jetzt, das wäre jetzt ein Punkt, dass die nicht wollten, dass man um öffentliche Zuschüsse sich bemüht. Kannst du noch so andere Dinge nennen, ganz konkret, wo der Vorstand was anderes wollte als die Institutslektoren? Was waren die Streitpunkte? Worum ging es? In der Sache nicht. In der Sache nicht. Das war, was wir machten, war in Ordnung. Das war sehr schön. Und was war dann dieser, ich glaube, offene Brief oder was ihr da mal verfasst habt, worum ging es da? Das war der Versuch, nun würde ich eindeutig sagen, der CDU-orientierten Leute aus dem Nordfriesischen Verein, wo die hauptsächlichen Widerstände lagen. Emil Ewald war dann, als ich den Posten aufgab, um ins Institut als Lektor einzutreten, Rechnungsführer geworden. Und es sind ganz offensichtlich krumme Dinge passiert. Es sind Zuschüsse nicht abgerufen worden oder was weiß ich. Also es waren etliche Dinge, die uns komisch vorkamen und die wir dann in einem Memorandum, ich kann die Einzelheiten wirklich jetzt aus dem Kopf nicht mehr nennen, ist auch unwichtig. Das haben wir in einem Memorandum zusammengestellt und haben das dem Beirat und dem Institutsvorstand
Vorstand natürlich vorgelegt. Es gab einen Untersuchungsausschuss, wo die Wogen hoch hergingen. Werner Kambeck hat sich seinerzeit und Thies Clemens von Sylt, die beide haben sich seinerzeit sehr engagiert und sehr pro Institut, zur Erhaltung des Instituts eingesetzt. Hattest du damals den Eindruck, dass also Kreise, die der CDU-nahen Nordfriesen, das Institut dann gegen die Wand fahren wollten? Ja. Ja, nachdem es misslungen war, das Institut in ihre Scheuern einzufahren, musste es bekämpft werden. Das ist ganz trocken gesagt mein Eindruck oder unser Eindruck gewesen. Und dagegen haben wir uns gewehrt. Wann hat dieser Kampf aufgehört? Muss ich sagen, dieser Untersuchungsausschuss des Institutsvereins wurde eingesetzt. Das Ergebnis war inoffiziell festgestellt, dass der Vorstand nicht imstande gewesen sei, das Begehren der oder die, das Vorbringen der Institutslektoren zu widerlegen. Und ein Beschluss wurde insofern offiziell vereitelt, indem ein Mitglied des Untersuchungsausschusses kurz vorher aufstand und lachend verkündete: Meine Damen und Herren, der Ausschuss ist geplatzt. Das war das Ende dieses Kapitels. Das zweite schwierige Kapitel lag ganz anders, denn das ging also nicht von feindseligen Kräften, feindlich gesonnenen Kräften aus, sondern von den eigenen Leuten. Friedrich Paulsen und Werner Kambeck, die meinten, sie könnten finanziell das Institut nicht mehr halten und es sei nicht länger zu verantworten, und sie wollten nicht als Schuldner in die Geschichte des Instituts eingehen. Wie ist das nochmal abgewendet worden? Das ist dadurch abgewendet worden, dass den Institutslektoren vorsorglich gekündigt wurde. Diese Institutslektoren waren Gewerkschaftsmitglieder und sie gingen zu ihrer Gewerkschaft und es kam zu einem Arbeitsprozess, den die Institutslektoren gewonnen haben. Hat Friedrich Paulsen euch das verübelt? Friedrich Paulsen hat uns das nicht verübelt. Nach einem Jahr Karenzzeit war die Freundschaft herzlicher, kann ich wirklich sagen, herzlicher als zuvor. Insbesondere mit mir. Mit Tams hat er anscheinend immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und Werner Kambeck kam ein paar Wochen nach dem Arbeitsgerichtsprozess ins Institut, nachdem er sich auch lange nicht hatte sehen lassen. Er war damals Schatzmeister des Instituts, nahm sich einen Stuhl, setzte sich an meinen Schreibtisch mir gegenüber und sagte: Herr Hollander, es war doch gut, dass wir hart geblieben sind. Damit war für Werner Kambeck die Sache erledigt. Und er setzte sich dafür ein, dass das Institut das Haus, in dem wir zur Miete wohnten, kaufte. Und das gelang auch. Nun sollten wir Klei unter die Füße kriegen. Das war sein Ausdruck. Wenn ich jetzt noch an diesen ersten Streit einmal denke, wo der nun wirklich ganz klar nationalpolitisch motiviert war, wer waren damals da die Scharfmacher, wer waren die Vermittler? Die Scharfmacher waren zweifellos hauptsächlich Emil Ewald. Die Vermittler waren zwei sehr interessante Leute aus verschiedenen Lagern, nämlich aus dem Lager des nordfriesischen Vereins Magnus Feddersen, was wir ihm immer hoch angerechnet haben. Für ihn stand das Friesische oben an und für ihn war auch das Institut eine gute Sache. Und der andere war Carsten Beusen. Carsten Beusen als Vermittler, das ist mir fast unvorstellbar. Ja, ja, ja. Carsten Beusen hat Land auf Land ab versucht, uns zu helfen. Auch er konnte gut mit allen Leuten reden, auch wenn sie anderer Meinung waren. Auch bei der anderen Seite versucht, Vernunft walten zu lassen.
Schwierig, in einer ganz schwierigen Position waren die beiden alten Leute, nämlich Johann Rittler Volkwarzen, der gute alte Oberdeichgraf aus Eiderstedt, und der Rechtsanwalt in Husum, Dr. Goslar Carstens, die das Institut früher so schön privat gemütlich gemacht hatten und die dem nachtrauerten und das Neue nicht begreifen konnten. Das waren die, nein, Zuschüsse dürfen wir nicht verlangen und so weiter. Die waren einfach weich. Wie war dein Verhältnis zu deinen Kollegen Tams Jürgens und Hans Christian Nicholson? Jetzt nicht nur in dieser Auseinandersetzungszeit bezogen, sondern ganz allgemein für die Arbeit im Institut. Wir waren immer einig in der Sache. Wir wussten immer, dass wir an einem Strick zogen und ziehen mussten und taten es auch. Schwierigkeiten mit Hans Christian Nicholson hatte ich nicht mit ihm, eher mit mir. Du bist so schrecklich gesund, sagte er. Das hat also mit der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Er war krank, er war Alkoholiker und ich ging ihm mit meiner normalen Art gelegentlich schlicht auf die Nerven, was ich sehr gut verstehen konnte. Das war in dem Sinn keine Schwierigkeit, hat die Arbeit nie behindert. Und in der Arbeit hatten wir, er als Historiker und ich in der Landeskunde, natürlich mehr miteinander zu tun als Tams und ich. Es wurde mir geschildert, Nickel, wie ihr ihn ja nanntet, sei also ein wirklich ganz konzilianter Mensch gewesen, der sehr gut mit ganz vielen Leuten reden konnte, sehr kontaktfreudig war. Ja. Würdest du bestätigen? Ja, ja. Und Tams, das war ja nun eher so ein Missionar. Tams war ein Missionar, ein Fanatiker, ein Demonstrant, wenn auch manchmal ein stiller Demonstrant, aber ich bin, und das zeige ich, so, und das will ich auch. Ging dir das manchmal auf die Nerven? Ja, das ist eine Art, die mir völlig fremd ist und mit der ich manchmal meine Schwierigkeiten hatte. Ich denke, das hat ja auch zu tun mit Auseinandersetzung mit eigener Identität. Und da komme ich gleich zur nächsten Frage. Ja. Und zwar auch Namen und Namenswechsel haben natürlich mit Identität zu tun. Tams Jürgensen auf die Welt gekommen als Wilhelm Jürgensen und Reimer Karl Hollander auf die Welt gekommen als Hans-Reimer Henschel. Wie erklärt sich dein Namenswechsel? Das ist ein purer Zufall. Ich wäre um ein Haar auch in Keitum auf Sylt geboren worden als Hans-Reimer Johansen. Denn meine Eltern, nun kommen die nochmal ins Spiel, hatten als junge Leute, jung verheiratete Leute, die Idee, sie wollten nach Sylt, nach Keitum. Ein Haus war auch schon ins Auge gefasst, wollten das Haus kaufen und eine Handweberei auf Sylt einrichten und für die friesischen Trachtengruppen Trachtenstoffe weben und so etwas. Und sie wollten, damit das nun auch alles gut zueinander passt, den Familiennamen der Mutter meiner Mutter, Johansen, annehmen. Und nur, dass ein guter Freund meiner Eltern in Berlin meine Eltern vor diesem Schritt bewahrt hat, glücklicherweise, hat dazu geführt, dass ich als Hans-Reimer Henschel in Berlin geboren bin. Und wie kam es nun zu diesem Namenswechsel? Den hast du dir ja selber erklären. Das hat auch etwas mit meinen Eltern zu tun, und zwar speziell also mit meinem Vater, der ja der Träger dieses Namens war. Mein Vater hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern und zu seiner elterlichen Familie und hat sich ganz der Familie seiner Frau angeschlossen. Auch der von ihm in Aussicht genommene Namenswechsel deutet ja darauf hin. Das heißt, ich habe zur Familie Henschel, die personenmäßig sowieso praktisch nicht existent war, außer meinen Eltern und den kurze Zeit noch den Eltern meines Vaters, nie wirklich ein lebendiges und tiefergehendes Verhältnis entwickeln können, keine tiefere Beziehung. Und das hat mein Vater auch begriffen. Und als ich ihm aus Amerika zurückgekehrt, dann guck mal, ob das da noch stimmt. Das musst du dann rausschneiden. Ja, du bist voll im Bilde. Voll im Bild. Als ich dann aus Amerika fast wie ein neuer Mensch, neugeborener Mensch wiederkam,
nach Deutschland habe ich beschlossen, mir einen anderen Namen, für mich einen anderen Namen anzunehmen. War das, ein Neuanfang? Das ist für mich ein Neuanfang gewesen, der sich auch in diesem anderen Namen ausdrücken sollte. Hattest du dir dann als wie waren jetzt die richtigen Vornamen noch, Hans? Hans Reimer. Als Hans Reimer Henschel was vorzuwerfen gehabt? Nein. So in Richtung, du wärst nicht Mitläufer gewesen? Nein, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte keinerlei Beziehung dazu. Und mein Vater hat das auch durchaus begriffen. Gab es denn irgend so ein Initialerlebnis, wo man sagt, so, jetzt reicht's mir, jetzt möchte ich gerne was Neues oder irgend? Nein, kein Initialerlebnis in dem Sinn, kann ich nicht sagen. Ich kam aus Amerika zurück mit einer ganz bestimmten Vorstellung, was ich tun wollte und was ich in dieser Tätigkeit sein wollte, wer ich sein wollte. An deinem Klingelschild steht Henschel Hollander. Ja, natürlich, den Namen Henschel habe ich nie abgelegt und meine Kinder haben ihn auch behalten. Dann hat das so ein bisschen Touch eines Künstlernamens für einen Journalisten. Es ist registriert worden, auch einen Journalisten von Hollander, damals als Schriftstellername. Ja. Und es sollte ganz bewusst kein typisch nordfriesischer Name sein, sondern ein Name, der irgendwo zwischen, sagen wir mal, den Niederlanden und Skandinavien hätte sein können. Ich wollte ganz bewusst diese Fixierung auch vermeiden. Das hätte man mir als Täuschung vorwerfen können und das wollte ich nicht. Ich wollte aber auch damit Offenheit und Weite auf mich bezogen wissen. Gab es nicht auch einen Journalisten namens von Hollander? Walter von Hollander, baltisch, ich nicht. Adlig, ich auch nicht. Erfolgreicher Schriftsteller Seelentröster und so weiter. Er hat nicht Pate gestanden, nein, irgendwie. Nein, nein, nein. Der hat ja auch zwei L. Namenswechsel haben sicher auch, wie ich schon sagte, mit der Beschäftigung mit eigener Identität zu tun. Auch eben Tams hatte sich so damit beschäftigt, hatte einen anderen Namen angenommen. Habt ihr vielleicht deshalb den Nordfriesen besonders gut und intensiv ihre eigene Identität als Friesen nahebringen können, sie damit konfrontieren können? Eine Konfrontation, die ja vielleicht gar nicht unbedingt so gewollt war. Von den Nordfriesen. Ich denke, es ist uns gelegentlich übelwollend vorgeworfen worden, dass wir unter falschem Namen leben. Damit mussten wir nur leben. Und siehst du einen Zusammenhang dazwischen, wenn man sich mit eigener Identität beschäftigt, dass man dann also auch andere Leute auf ihre Identität stößt? Oder ist dir das jetzt zu weit hergeholt? Ist noch dran. Nein, das sehe ich nicht so. Nein, ich denke, das ist eine ganz individuelle und persönliche Angelegenheit und wird so wohl auch von anderen jeweils auch wieder individuell verschieden aufgenommen. Ich habe keine andere Erfahrung gemacht als diese. Welche Rolle spielte deine Frau Janni für das Institut? Ich denke, sie spielte eine große Rolle, abgesehen davon, dass sie für mich eine große Rolle gespielt hat. Aber ich denke, was Jakob Thulund bei unserer Verabschiedung sagte, das, was die vorsintflutliche Heizanlage des Hauses nicht geschafft hat, das hat Janni geschafft, Wärme und Atmosphäre zu geben. Rama, es hat, wenn ich jetzt auch so über vielleicht 100, 200 Jahre die Geschichte der nordfriesischen Bewegung betrachte, es hat da immer sehr viel Verbitterung, Resignation, Tragik bei ganz vielen Menschen gegeben, die diese Sache getragen haben. Ja. Wenn ich dich so erlebe, du scheinst trotz jetzt auch vieler Schicksalsschläge, gerade in den letzten Jahren, diese Verbitterung nicht in dir zu tragen. Wie kommt Nein. das? Nein. Das habe ich nie so empfunden.
obwohl ich mir über die schwierige Situation der Nordfriesen auf lange Sicht durchaus im Klaren bin. Und ich habe das ja in meinem kleinen Mommsen-Essay am Schluss eines Kapitels auch Hans Mommsen ganz deutlich sagen lassen, als Christian Feddersen ihn dann fragte in diesem fiktiven Gespräch, das ich da aufgeschrieben habe, ob er, Mommsen, denn meine, dass es eines Tages auch das nordfriesische Volk nicht mehr geben würde. Ja, sagte Mommsen, das halte er durchaus für möglich. Und das halte ich auch für möglich. Aber das ist nicht das Entscheidende, meine ich. Es kommt darauf an, was die, die heute leben und die sich als Nordfriesen sehen, als Nordfriesen leben, was die heute tun. Und was dann davon weiterlebt, das muss man abwarten. Wir sind keine Propheten und wir wollen auch keine vorbestimmte Geschichte haben. Nicht? Reimer, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Persönlich oder was? Persönlich und vielleicht auch für die Friesen. Persönlich, ich möchte gerne noch ein paar Jahre leben und das, was ich noch arbeiten kann, auch noch voranbringen. Ich habe noch ein bisschen etwas vor, was ich hoffe, mit meiner Frau Margot auch dann realisieren zu können. Ich würde gerne gesund bleiben dafür, wobei mir der Kopf am wichtigsten ist, wenn die Beine nicht mehr so wollen. Hauptsache, der Kopf funktioniert noch. Und für die Friesen, dass es immer wieder neue, junge Nordfriesen gibt, die wissen, dass sie Friesen sind und etwas dafür tun. Vielen Dank. Reimer, was hast du noch ganz konkret für Pläne? Funktioniert das? Ja. Ja. Ja, ich bleibe in Nordfriesland, auch mit dem, was ich hoffe, noch schreiben zu können. Begebe mich von Bredstedt in meine zweite nordfriesische Heimat nach Sylt, wo mich Lornsen interessiert. Nicht unbedingt du dich direkt physisch dahin? Auch oder? Das, sicherlich, mehrfach, ja. Aber ich werde ein Sylter Thema bearbeiten, ich möchte es gerne bearbeiten, Lornsen, und zwar nicht Uwe Jens, sondern Lornsens Vater. Der Kapitän, der gestrenge Herr Vater, der Jürgen Jens Lorenzen, Kapitän von Keitum auf Sylt, der interessiert mich. Natürlich auch das Verhältnis Vater-Sohn, ganz klar. Auch Vater Lornsen ist ein Vater, der einen Sohn überlebt hat, was mir das Verständnis des Vaters sicher auch erleichtern wird. Und ich hoffe, es wird ein schönes Buch werden, keine Briefe, eine Erzählung. Eine Erzählung nach den Papieren des alten Kapitäns. Wann dürfen wir es lesen? Oh, das weiß ich nicht. Das muss ja nun erstmal recherchiert werden, konzipiert werden und dann auch noch geschrieben werden. Ich bin gespannt. Danke.